ist der Herr Heisterkamp. Der Heisterkamp, den finden Sie ganz links. Der hat unter anderem diese Kristallbilder, wie ich eben angesprochen habe. Er macht auch Kristalllampen. Also er arbeitet all mit diesem Thema, mit Fotografien. Mein Name ist Karl Friedrich Heisterkamp. Ich bin Jahrgang 1951 und bin Berufsfotograf. Ich habe 1992 in einer tiefen Sinneskrise eine Lichtstrahle gesehen auf einer CD. Der hat mich so begeistert, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie man den am besten fotografiert. Und da ist ein Bild rausgekommen, das mich ganz fasziniert hatte, nämlich ein Regenbogenbild. Also ein allumfassendes Bild, was alle Farben enthält. Und auf dieser Suche nach diesen Farben war ich eben viele Jahre und habe daraus meine Kristalllichtbilder gemacht. Das heißt, ich habe die Edelsteine, die Jahrmillionen in der Erde wachsen, im Sonnenlicht fotografiert und habe festgestellt, dass diese starke Energie dieser beiden Sonne und Edelsteine, dass die auf Bildern festzuhalten sind und dass man die tatsächlich fühlen kann und dass die also auch eine sehr starke Ausstrahlung haben.